Tödlicher Unfall auf der Veddel. Erneut ist ein Radfahrer von einem LKW erfasst und überrollt worden. Das Unglück geschah gegen 13 Uhr auf dem Georgswerder Bogen. Notarzt und Sanitäter versuchten, den Mann wieder zu beleben. Kurze Zeit später erlag er jedoch noch am Unfallort seinen schweren Kopfverletzungen. Der LKW-Fahrer erlitt einen Schock. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.